extremistisch. Echte Männer sind recht. Einen wunderschönen Sonntagabend und willkommen zur 259. Folge der Honigwabe. Ja, heute wird eine besondere Folge. Ihr habt sicher alle mitbekommen, was gestern passiert ist. Donald Trump, der weitführende Präsidentschaftskandidat der Republikaner, hat einen Streifschuss am Ohr abbekommen. Das Thema werden wir lang und breit hier behandeln. Und damit auch willkommen an meinen geliebten Co-Host Kasper. Ja, hallo Schlomo. Ich hatte eigentlich geplant, heute mit euch über den weiteren Verfall von Biden zu reden. Aber naja, jetzt ist das so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Jetzt ist das zu so einer Randnotiz verkommen. Nichtsdestotrotz hatte ich dazu ein paar Sachen gesammelt diese Woche. Und insofern wollte ich damit kurz mal anfangen hier, bevor wir dann zum großen Trump-Thema kommen. Zunächst einmal, er hatte wieder keine gute Woche. Er wollte sich ja fangen wieder in der öffentlichen Wahrnehmung auf dem NATO-Treffen, auf der großen NATO-Konferenz und beweisen, dass er sie noch alle beisammen hat, wo natürlich der gegenteilige Eindruck entstanden war während der Debatte mit Trump. Und naja, wie ist das gelaufen? Erstmal gar nicht so schlecht. Die Medien, was ich saulustig haben es gefeiert wie sonst was, dass er die ersten paar Tage von dieser NATO-Konferenz überstanden hat, ohne irgendeinen großen, schlimmen Versprecher. Ne? Die haben so getan, als wäre das irgendeine tolle Leistung. Tja, am Ende passierte dann aber, als er Zelensky vorstellen wollte, das hier. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Tja, ich liebe alles an diesem Clip. Ich finde es nur schade, dass wir nicht in den Genuss kamen zu sehen, wie Zelensky das gehandhabt hätte, wenn er das so gelassen hätte. Wenn er sich nicht danach direkt wieder besonnen hätte und gesagt hätte, nein, das ist Präsident Zelensky, ich bin so fokussiert auf Putin. Ja, absolut übel. Absolut übel. Damit hat er sich wahrscheinlich, also wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, das war's, das muss es eigentlich gewesen sein. Und ja, das kann man jetzt nur wieder erneuern. Das muss es jetzt eigentlich wirklich gewesen sein. Es kann auch wirklich sein, dass das jetzt wirklich war. Denn ein wichtiger Verbündeter hat ihm jetzt auch den Rücken nicht mehr gestärkt, und zwar Obama. Der hat jetzt öffentlich ernste Bedenken angedeutet. Und das ist ja kein wirkliches öffentliches Nachdenken. Ne? Das ist halt freundlich für verpiss dich. Freundlich für du musst raus. Und scheint hinter den Kulissen auch mit Hinz und Kunz zu kungeln und denen einzureden, dass sie sich auch gegen Biden stellen sollten. Also es scheint so, als wenn Biden bald weg vom Fenster sein könnte und dann etwa Harris kommen würde. Bei Harris wäre halt der Vorteil, dass man die Spendengelder weiterhin verwenden könnte. Das wäre nämlich ein Riesenproblem. Die Kampagne wäre de facto ohne Finanzierung, wenn man auf irgendwen anders als Harris zurückgreift. Denn es wäre illegal, auf wen anders als die Vizepräsidentin und die ja auch diesmal wieder als seine Vizepräsidentin antretende Harris das Geld zu übertragen. Er hat sich außerdem bei der darauffolgenden Pressekonferenz, bei der er auch gesagt hat, dass oder Trump mit Harris verwechselt hat, bei der er von seiner Vizepräsidentin Trump gesprochen hat, dass er in Israel beliebter wäre als in den USA. Hier haben wir den Clip. My numbers are better in Israel than they are here. But then again, they're better than a lot of other people here too. But fand ich irgendwie noch komisch. Er beendet es dann wieder mit anyway, also so viel wie was soll's, was er mehrfach tat in dieser Pressekonferenz, die bezeichnet wurde übrigens von großen Teilen der Medien und wohl auch seinem eigenen Team als die Big Boy Pressekonferenz, auf der er seine mentale Fitness beweisen sollte, und zwar, weil er halt kein Skript hat, keinen Teleprompter und nichts, einfach so auf die Fragen antworten musste. Ist gelungen, würde ich sagen. Tja, dann ist natürlich noch was passiert, was für die Demokraten und Biden nicht so prickelnd war. Und zwar hat Trump einen Streifschuss am Ohr gefressen und hat dann blutüberströmt vor einer US-Flagge posiert. Zunächst einmal, gleich sehen wir es nochmal etwas deutlicher, etwas größer, aber hier ein Video von den Schüssen. They see something that said, take a look at what happened. Oh. Anschließend wollte der Secret Service ihn fix von der Bühne schleifen. Er sagte aber, wartet, wartet, wartet und posierte dann mit geballter Faust, wie gesagt, vor der US-Flagge. Wobei unglaubliche Bilder entstanden sind. Hier das Video davon. Scheiße, du nimmst so viel vorweg.
Tja, und ich will erstmal auf ein paar Medienüberschriften zu sprechen kommen. Dafür musste ich jetzt kurz zusammenfassen, was da eigentlich passiert ist. Außerdem wurde noch ein Besucher, ein Typ aus dem Publikum, getötet bei diesen Schüssen und der Schütze selber wurde getötet. Wie könnte man das nun knackig zusammenfassen in einer Überschrift etwa für eine Zeitung oder so, wenn man einfach will, dass dieser Artikel geklickt wird? Man könnte schreiben, Trump angeschossen, stemmt blutend die Faust in die Luft, zwei Tote. Also ich finde das eine interessante Überschrift, wenn ich noch nicht damit vertraut wäre, was da eigentlich passiert ist. Oder man macht es etwas seriöser, wie der Spiegel es etwa gemacht hat. Das war die geilste. Geräusche oder sowas, ne? Ja, genau. Donald Trump nach Schussgeräuschen bei Wahlkampfveranstaltungen mit Blut am Ohr evakuiert. Kein Zusammenhang, Freunde. Es hätte ein Anwalt das geschrieben. Ne? Ein Anwalt, der gesagt hätte, wir müssen aufpassen, dass wir uns hier nicht irgendwie verbindlich dazu äußern, wo dieses Blut am Ohr her stammt. Ne? Das könnte für uns später zum Verhängnis werden. Es ist einfach nur Blut am Ohr. Also vielleicht ist das getropft von oben oder so. Wer weiß. Die Tagesschau sprach von einem Zwischenfall und sagte nur, es ist die Rede von Schüssen. Also wir haben gerade das Video gesehen von den Schüssen. Es ist die Rede davon, dass Schüsse gefallen sein sollen. Hier ein Clip davon. USA hat es bei einer Wahlkampfveranstaltung von Ex-US-Präsident Trump in Pennsylvania einen Zwischenfall gegeben. Es ist die Rede von Schüssen gewesen, die gefallen sein sollen. Der republikanische Präsidentschaftskandidat hob eine Faust, während er vom US-Geheimdienst zu einem Fahrzeug eskortiert wurde, wie Videoaufnahmen von der Veranstaltung zeigten. Das Material zeigt Blut an seinem Ohr und Scharfschützen auf einem Dach in der Nähe der Bühne, auf der Trump gestanden hatte. Ich mochte auch ihre Überschrift, Ex-Präsident Trump während Wahlkampfveranstaltung evakuiert, Berichte über Schüsse. Also wir haben ein Video davon, wie der Typ eine Kugel frisst und dann blutend wieder aufsteht und sie schreiben Berichte über Schüsse. Ja, meine, während des Beitrags stand hier lauter Knall bei Wahlkampfrede. Ein lauter Knall. Wir haben keine Ahnung, was da los ist. Tja, zwischenzeitlich hat die Tagesschau dann auch gemeldet, dass es unklar wäre, ob Trump verletzt wurde. Wie gesagt, wer weiß, wo das Blut herkommt. Vielleicht ist das von oben getropft, vielleicht, keine Ahnung, wurde eine Taube irgendwie mit dem Luftgewehr erwischt über ihm drüber oder so und hat auf ihn drauf geblutet und hat gesagt, es wäre nicht bestätigt, dass er eine Verletzung an seinem Ohr hätte. Du hast gerade den Knall schon angesprochen, die Medien haben den Knall gehört. NTV etwa hat den Knall gehört, die haben geschrieben, Trump nach Knall bei Wahlkampfveranstaltung mit Blut am Ohr evakuiert. ZDF hat auch so getitelt, Trump nach Knall in Sicherheit gebracht. CNN hat getitelt, Secret Service bringt Trump von der Bühne, nachdem er gestürzt ist. Alter Schwede. Ich meine, man muss sagen, die haben dann umgeschwenkt, weil sie gemerkt haben, okay, das hier ist nicht zu retten, das war einfach ein Mordanschlag und das hier wird in die Geschichte eingehen und wir werden als Clowns in die Geschichte eingehen, wenn wir jetzt darauf beharren würden. Ne? Inzwischen lesen sich diese Artikel anders, aber an der initialen Reaktion sieht man, wie einfach ihre Lackmusreaktion auf solche Vorkommnisse Lügen ist. Ne? Wie können wir das irgendwie spinnen? Es kann so klar sein, was passiert ist. Es kann offenkundig sein. Wir können ein Video davon haben und ihre Reaktion ist immer noch, wie können wir den Leuten das irgendwie so verkaufen, dass das ein bisschen weniger passiert ist? Dass das im öffentlichen Auge nicht so wirklich passiert ist? Tja, und damit können wir weiter ins Detail gehen. Ich werde später noch ein paar widerliche Reaktionen aus Mainstream und generell Medienwelt schildern. Aber Kasper hat für euch die Details zu diesem Fall. Genau, gucken wir das Video mal kurz in groß. Lohnt sich das? Klar. Dann lass uns mal damit anfangen. Ich sehe something that said, take a look at what happened. Oh. Hold that in your head, it's bloody. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes. Watch out.
Wait. Was ihr gerade gesehen habt, wenn ihr es nicht sowieso schon gesehen habt, ja, die meisten von euch werden ja nicht als Einsiedler in der Höhle leben oder sowas. Das hat sich jedenfalls gestern Abend in den USA, also Ortszeit 18 Uhr irgendwas, bei uns 0 Uhr irgendwas zugetragen. Da wurde, wie ihr alle wisst, auf Donald John Trump, den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, ein Attentat verübt. Ich bin wach geworden zum Pinkeln, greife zum Handy, rufe Twitter auf und denke, was ist denn jetzt los? Und da war ich ein paar Stunden wach. Absoluter Wahnsinn. Gut, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, oder mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ja, wer weiß, die Schüsse des Attentäters, die galten Trump. Einer davon traf auch, allerdings nur als Streifschuss. Da wurde kein großer Schaden angerichtet und Trump ist wohl auf. Für einen Zuschauer, Schlomo hat es schon erwähnt, endete das Attentat leider tödlich. Und zwei weitere Zuschauer wurden schwer verletzt. Der Schütze selbst ist ebenfalls tot. Dazu kommen wir aber noch. Das Foto nochmal, was du schon angesprochen hast, da sind zwei, meiner Meinung nach, relevant. Zum einen Trump auf dem Boden. Schlomo zeigt es euch wahrscheinlich gerade. Mhm. Nachdem Trump da in Deckung gegangen war, haben sich die Mitarbeiter der Secret Service auf ihn gestürzt, um letztendlich sicherzustellen, dass er nicht weiter ins Visier genommen werden kann. Ihr seht Trump am Boden, Blut läuft ihm die Wange hinunter. Man könnte fast meinen, er kniet da, um zu beten. Was ich nicht glaube, aber es wirkt, das Foto hat einfach was. Das hat Atmosphäre, ich finde, das ist ein absolutes Meisterwerk. Ja. Dann ist er wieder aufgestanden und dabei entstand dann ein noch besseres Bild. Das hat euch Schlomo gerade auch schon gezeigt. Im Einspieler war es ja gerade auch kurz zu sehen, also nicht das Bild, aber im Verlauf des Videos sieht man ja diese Szene auch sehr, sehr gut. Als klar war, dass die Lage es erlaubt, Trump jetzt in Sicherheit zu bringen, wird er also aufgerichtet, weiterhin umringt von Personenschützern. Die versuchen ihn dann von der Bühne zu bekommen. Trump sagt aber, wait, als wäre das geplant, als wüsste dieser Mann exakt, was er machen muss, um das geilstmögliche Bild abzuliefern, streckt er dann die Faust kämpferisch in die Luft und motiviert seine Zuschauer, die daraufhin alle anfangen, USA, USA zu brüllen. Vor allem, du musst erstmal in der Situation, in dem Headspace sein, dass du daran denkst, ne? Was für ein Bild könnten wir jetzt produzieren? Man sollte meinen, dieser Mann steckt da gerade in der Situation, wo der einen Puls von 600 hat. Und dann so hart abzugrooven, dass dabei ein Foto entsteht, was ohne jeden Zweifel in die Geschichte eingehen wird. Das ist schon Leistung. Ja, also, und dazu noch. Das ist auch Showmanship und so. Aber selbst dann muss man dem Mann ein bisschen Kudos zukommen lassen für die Klarheit in diesem Moment. Ja, das ist der Moment für ein abgefahrenes Bild. Und sogar Wahnsinn. Ein bisschen Risiko auch nochmal in Kauf genommen dafür. Ne? Also, wer weiß, ob da noch ein Schütze ist, ob der Schütze vielleicht noch da ist. Also, ich frage mich aber direkt am Boden schon. Ich dachte, okay, jetzt warten wir mal eine Minute ab oder so, dass die da sich um die Sache kümmern und danach kann ich dann dieses Bild produzieren. Ne? Ja, großartig. Der Fotograf ist übrigens der Pulitzer-Preisträger Erwin Vucci oder ja doch Vucci wahrscheinlich. Er arbeitet für die Associated Press in Washington. Ich habe euch das Originalfoto auf seinem Twitter-Profil in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr da mal nachgucken wollt. Gut, letzte Wortmeldung zu dem Bild, weil ich sie gerade nochmal sehe im Livestream, auch mit dieser Flagge. Es ist einfach alles perfekt. Ja? Der höchste Kopf ist der von Trump. Das höchste, was irgendwie relevant ist, ist die Faust. Die Flagge gut erkennbar im Bild. Es ist absoluter Wahnsinn. Ja? Gut, wie bereits erwähnt, Trump geht es bestens. Ein Zuschauer soll einen Kopfschuss bekommen haben, also der ist nicht irgendwie dann im Krankenhaus verstorben oder was, der ist direkt Kopfschuss tot und zwei weitere sollen schwer verletzt sein. Der Attentäter laut FBI, der 20-jährige Thomas Matthew Crooks
aus Pennsylvania, der ist tot. Ich rede gleich nochmal über ihn, aber erstmal will ich über die Arbeit der Secret Service sprechen. Im folgenden Video seht ihr, von welcher Position aus Crooks erschossen wurde. A couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Ja, was genau sieht man da jetzt? Also die ersten drei Schüsse, die müssen ja von Crooks stammen. Die Schüsse nach der kurzen Pause dann vermutlich von der Polizei. Also in dem Fall ist das übrigens nicht der Secret Service. Wenn ihr da ein klares Bild sehen würdet, ist ein bisschen verpixelt hier, dann würdet ihr sehen, dass sie auch Police-Schriftzug auf ihrer Kleidung haben. Was merkwürdig ist, der Polizeischütze, der scheint zu merken, dass irgendwas nicht stimmt. Und deshalb zuckt er gut sichtbar nach oben und scheint irgendwie, weiß nicht, zu überprüfen, das, was ich da durchs Zielfernrohr gerade gesehen habe, passiert das gerade wirklich? Liegt da jemand mit dafür? Was ist hier eigentlich los? Ja. Jetzt ging die Verschwörungstheorie um, dass man sich da absichtlich Zeit gelassen hat, um den Attentäter zum Schuss kommen zu lassen. Und ich halte davon nicht allzu viel. Also für mich wirkt das realistisch. Auf die Probleme kommen wir gleich zu sprechen. Aber dass man sich dann nochmal vergewissert, was sehe ich da eigentlich gerade, finde ich nachvollziehbar. Das ja, was für mich nicht realistisch ist, ist, dass überhaupt jemand in diese Position kommt, unbemerkt mit einem Gewehr. Ja, ja, dazu kommen wir sowieso gleich. Ne? Und wenn du das halt so planen willst, dass man erst dann das Feuer erwidert, wenn es quasi schon zu spät ist, dann müsstest du ja Dutzende von bewaffneten Einsatzkräften irgendwie involvieren. Ja, schwierig. Ja, und wenn aber, das so wäre, dann könnte ja eigentlich jeder Idiot den Präsidenten abknallen jederzeit. Hm? Ja. Schon was gerade schon angesprochen. Auf der anderen Seite gibt es Zeugen, die beschwören, dass sie Minuten vorher schon gesehen haben wollen, dass jemand auf dem Dach gegenüber von Trump gewesen sein soll. Was ja auch eine offensichtliche Position ist, die man im Auge haben will. Ja, ja, wir kommen da gleich zu. Eine dieser Zeugenaussagen ist folgende. And listen to the rally, right? We couldn't see him, but we could hear him. So we walked up and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, you know. But we noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle, absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof, we can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, you know, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. So you're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. 100%. And he was up there for a couple of minutes? He was up there. You saw him up there for a couple of minutes? Absolutely. At least 3 to 4 minutes. And you were telling police in the Secret Service? We were telling the police. We were pointing at him for the Secret Service, who were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Could they see binoculars? Could they see him? Probably not, because the roof, the way the slope went, he was behind where they could see. But why is there not Secret Service on all of these roofs here? I mean, this is not a big place. Did you see, I mean, obviously everyone, when the shooting started, everyone was very panicked. Did you see what happened to him at all? Oh yeah, they blew his head off. Okay, sorry. Secret Service blew his head off. Okay, just be careful because we don't quite know who's watching, but you're pretty sure they shot the guy? Absolutely, 100%. Okay. Yep. You saw that happen? Yep. Yep. Okay. Yep. And did you see them go up to him afterwards or? They crawled up on the roof. They had their guns pointed at him, make sure he was dead. He was dead. And that was it. It was over. Ich finde das bemerkenswert, dass in der Regel, wenn in den USA ein Interview auf der Straße geführt wird, dann hast du die übelsten Unikate vor der Kamera. Die Leute sehen selten normal aus, oder?
Ja, ja, wie irgend so ein... Also ich habe immer, also häufig einen extrem hohen Wiedererkennungswert, so wie er halt. Ne? Ja, wie irgend so ein Videospielcharakter, dem man irgendwas Lustiges angezogen hat. Ja, ja. Gut, also er will den Schützen schon Minuten vor der Schussabgabe auf dem Dach gesehen haben, erkennbar mit einem Gewehr bewaffnet. Ich hatte noch überlegt, ob ich hier euch kurz ein bisschen was über Knallzeugen erzähle. Ich wollte es mir dann eigentlich sparen, mache es jetzt doch. Also man muss immer bedenken, sogenannte Knallzeugen, ist mir mal ausführlich von den Polizisten erklärt worden, die sind oft wenig wert. Ja, oft gucken die Leute hin, wenn es bereits geknallt hat und sind aber überzeugt davon, und die meinen das gar nicht böse, ja, alles ganz genau gesehen zu haben, wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Ja, aber in Wahrheit haben sie erst hingeguckt, als es schon geknallt hat. Von daher, also ich würde jetzt nicht darauf geben, dass er sagt, dass er minutenlang die Typen schon gesehen hat. Übrigens, alles, was überprüfbar ist an dieser Geschichte, ist nachvollziehbar wahr. Ja, das, was halt nicht überprüfbar ist, da müssen wir erst damit leben, ob der den jetzt 3 Minuten lang beobachtet hat oder 20 Sekunden, die ihm vorkamen wie 3 Minuten, ist letztendlich völlig egal. Er will diesen Typen gesehen haben und er will ein Gewehr gesehen haben. Und also sogar in der Welt wurde darüber berichtet, dass von mehreren Leuten die Sicherheitsleute informiert worden waren. Genau, dass da das sagt er auch selber. Ne? Ja. Also er sagt, laut seiner Aussage habe man zu dem Zeitpunkt angeblich mehrere Minuten lang erfolglos versucht, die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte auf den Typen auf den Dach zu lenken. Und normalerweise müssten die das als allererstes mitbekommen. Ne? Also normalerweise müssten die eigentlich dieses Dach schon abriegeln, aber naja, dazu kommen wir gleich. Genau, genau. Er sagt aber auch klar, dass der Typ sich auf der Seite des Daches befunden hat, die von Trumps Seite aus nicht einsehbar war. Und dann wirft er die entscheidende Frage auf, wieso, die Stimme auch schon aufgeworfen hat, ne, wieso war kein Sicherheitspersonal auf den anderen Dächern? Ja, und wieso hat man nicht den Zugang zu dieser offensichtlichen Sniper-Position schon im Vorhinein versperrt? Wieso war das nicht selber besetzt von Bullen oder Secret Service in dem Fall? Wir können das ein bisschen anschaulicher machen. Ich habe anhand der Informationen, die ich auf Twitter sammeln konnte, dir ein Bild geschickt. Und da habe ich markiert, wo sich Trump, die Einsatzkräfte und der Schütze befunden haben. Trump ist das lustige Männchen mit den orangefarbenen Haaren. Das grüne X ist das Sicherheitspersonal und das rote X ist der Attentäter. Die roten Pfeile sollen die ungefähre Blickrichtung Trumps anzeigen. Ist jetzt eine Kleinigkeit, aber im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich Trump ein wenig zu tief platziert habe, der müsste noch mal 1 Zentimeter nach oben oder so. Also er stand nicht auf der Straße, sondern ein bisschen darüber. Ja. So, und jetzt muss halt die Frage erlaubt sein, wie kann es sein, dass auf keinem der Dächer, die sich frontal vor Trump befunden haben, entsprechendes Personal positioniert war? Also, Schnummo, jetzt mal unter uns, wenn du an diesem Tag Trump ins Gesicht hättest schießen wollen, wo hättest du dich auf die Lauer gelegt? Klar, dort. Wenn ich ein Hitman-Level spiele, ist das natürlich die Position, zu der ich gehe. Ja, also es ist so offensichtlich. Und nochmal, nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt. Da war niemand. Also auch nicht auf dem Dach dahinter oder so. Auf dem gesamten Bereich da hinten war niemand. Ja, ja, und wie ich das kenne, keine Ahnung, wenn der Präsident in ein Hotel eincheckt, dann kommen Leute und durchsuchen die Räume 5 Räume weiter. Ne? Dann wird alles auf den Kopf gestellt. Ja. Also wie ich das eingeschätzt hätte, wenn du mir vorher gesagt hättest, okay, der wird da sprechen, was werden die Secret Service Leute sagen? Da würde ich sagen, jedes Gebäude, das wir hier sehen, wird entweder abgeriegelt und besetzt mit Secret Service oder es wird streng überwacht von außen. Und dieses Gebäude, also das direkt zentral vor der Bühne, das wird von Secret Service Leuten besetzt sein. Da wirst du gar nicht reinkommen, würde ich raten. Ich lese gerade im Live-Chat, dass Trump wohl nicht Richtung Schütze geguckt hat. Dann hat er hatte nicht den Rücken zum Schützen. Ja, dann hat er meinetwegen leicht nach links davon geguckt. Also ich will mich jetzt hier nicht über 20 Grad streiten oder so. Ne? Grob ist das in etwa die Lage, wie sie halt war. Ja? Ich habe vorhin den Boris angerufen, weil also ich persönlich habe bisher nur auf dem Rummel geschossen. Er war ja bei der Bundeswehr und um es kurz zu machen, mit einem passenden handelsüblichen Visier und einer aufgelegten Waffe, also zum Beispiel auf dem Dachfirst, kann wortwörtlich jeder Idiot ein Ziel auf 200 Meter Entfernung treffen. Bei Boris erstem Schießtraining auf 250 Meter Entfernung hat wohl fast jeder einzelne Rekrut das Ziel spätestens beim zweiten Versuch getroffen. Also wer seine Waffe kennt und ein wenig Übung hat, der trifft auf 250 Meter 100 von 100 Schüssen. Mhm. Ich habe mich bei Boris nochmal rückversichert. Das ist Easy Mode. Und wir reden hier von 250 Metern. Du weißt wahrscheinlich, wie groß die Entfernung des Schützen zu Trump war? Nee. Also
das ist dann das nächste Bild, ungefähr 150 Meter. Okay. Ich habe hier mal gemessen, ihr könnt ja mit Rechtsklick also nicht wundern, dass der Balken da nicht lang genug ist, das sind aber genau die Punkte. Ja, deswegen waren es 154 Meter, ungefähr 150 Meter. Mhm. Also wenn du ungefähr weißt, was du tust, dann würdest du auf die Entfernung mehr oder weniger 1000 von 1000 Schüssen ins Ziel bekommen. Ich meine, es sind da natürlich noch ein paar Sachen, die da reinkommen, vor allem wenn das ein Amateur ist, jemand, der sich nicht so gut damit auskennt. Ja, wahrscheinlich kann jeder Idiot das nach, keine Ahnung, vielleicht einer kurzen Erklärung, wie die Waffe funktioniert, mit einer auf diese Entfernung eingeschossenen Waffe. Ne? Ja. Ist das Zielfernrohr richtig justiert und so weiter und so fort. Das sind dann die Probleme. Richtig, genau. Bloß jetzt muss man natürlich davon ausgehen, dass der nicht zum ersten Mal eine Waffe bedient, also insbesondere diese Waffe nicht zum ersten Mal bedient wird. Der packt die da nicht aus, ja, und nimmt sie zum ersten Mal Augenschein, wenn er versucht, den Präsidenten zu töten. Dann ist natürlich auch der Punkt, der die Pumpe wird gehen, haben. Der wird vielleicht zittern, der wird vielleicht sich nicht konzentrieren können, wie ein normaler Mensch auf dem Schießstand. Mhm. Ne? Also ich halte das schon, das ist für mich jetzt nichts, woran ich mich groß aufhänge, dass dieser Typ ihn verfehlt hat auf diese Entfernung. Nein, nein, überhaupt nicht. Wir kommen ganz am Ende nochmal zu einer möglichen Theorie, die dieses Verfehlen begünstigt hat. Ja? Was wir wissen ist, er hat ihn verfehlt. So. Und zwar, also knapp, extrem knapp. Ja, ja, ja? Klar. Ich meine, wir wissen genau, wie knapp, ne? Buchstäblich einen Zentimeter. Ja. Und da auch nochmal, auch das könnte natürlich ein Faktor sein. Boris sagt, nein, ohne Probleme machbar. Jetzt hat er aber nicht auf die Körpermitte gezielt oder zumindest nicht Richtung Körpermitte geschossen, wo auch immer er gezielt hat, sondern scheinbar hat er auf den Kopf gezielt. Ja, nochmal ein kleineres Ziel, aber wie gesagt, laut Boris, easy machbar. Ja. Gut, darum nochmal, ne, Verschwörungstheorie hin oder her. Sessenet und zeig uns nochmal das Bild von davor. Wie kann es sein, dass auf keinem der Dächer da irgendein Sicherheitsmann positioniert war? Ja, wenn das Usus ist, dann kann doch jeder Idiot den Präsidenten jederzeit umbringen, wenn er da Bock drauf hat. Also wenn du einfach nur, keine Ahnung, in Walmart gehen musst, dir eine Knarre holen musst und dann suchst du dir ein schönes Dach, 150 Meter entfernt von dem Auftritt, wird eh keine Sau überwachen und kannst dann da ballern, wie du lustig bist. Wenn das der Standard wäre, dann, ja, keine Ahnung, ist jeder Präsident einfach nur einen motivierten Typ davon entfernt zu sterben. Das ist halt Bullshit. Ja. Also ich würde raten, die haben das zugelassen. Ich würde raten, er sollte sterben an diesem Tag. Ich finde andere Erklärungen, ich meine, was bleibt noch? Ja? War die Einsatzleitung zu blöde? Haben sich zwei Drittel des Personals durchfallbedingt krank gemeldet? Also irgendwas muss ja da gewesen sein. Ja? Aber das Gute ist, dass da offensichtlich irgendwas schiefgelaufen ist. Da scheinen sich alle, auch parteiübergreifend, in den USA einig zu sein. Laut NPR würden wohl alle Seiten fordern, dass da jetzt ausgiebig ermittelt wird. Was dabei rauskommt, warten wir mal ab. Ne? Aber zumindest da ist man sich einig. Ja. Hey, das wäre diesen Idioten zuzutrauen. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum Attentäter. Wie vorhin schon erwähnt, soll es sich dabei um den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks aus Pennsylvania handeln. Genau aus Bethel Parks. Und Bethel Parks ist von dem Ort des Attentats gerade mal eine Stunde mit dem Auto entfernt. Laut Google Maps, ich habe davor nachgeguckt, knapp 50 Meilen und eine Stunde vier Fahrzeit. Wer ist Thomas Matthew Crooks? Was soll ich sagen? Selbst heute um 17.20 Uhr wusste man so gut wie gar nichts. 2022 hat er seinen Highschool-Abschluss gemacht. Das Bild zeigt ihn bei genau jenem Abschluss. Das Bild auf der linken Seite. Er soll ein guter Schüler gewesen sein. Es ist kein Social-Media-Profil bekannt. Ich habe ein paar gesehen, nicht ein paar, ich habe zwei, glaube ich, gesehen, die irgendwie per Screenshot auf Twitter, ich habe danach geforscht, das waren Profile, die irgendwie gestern angelegt wurden oder beziehungsweise heute Nacht angelegt wurden. Alles sehr, sehr unglaubwürdig. Nach wie vor nichts Offizielles bekannt. Ja. Auf dem Bild rechts seht ihr ihn am Tag des Anschlags. Also das ist genau das Outfit, mit dem er da gestern unterwegs war. Dabei trug er ein T-Shirt des fast 12 Millionen Abonnenten starken YouTube-Kanals Demolition Ranch. Mhm. Ich hab davon mal reingeguckt. Ich kenne den. Machen so ein kreatives, ich kannte die noch nicht. Mir ist so kreatives Waffenzeug. Also ja, genau, Unterhaltung halt. Ne? Also es geht nicht darum, dass du groß was lernst über die Waffen, sondern es ist halt, keine Ahnung, wir nehmen uns jetzt eine AK und gucken, durch wie viele Betonblöcke die durchkommt oder so. Genau. Der Typ ist ganz lustig. Ja. Hat auch noch einen Zweitkanal, wo er seine Tierarzttätigkeit zeigt. Das ist sein eigentlicher Beruf. Er ist echt Tierarzt. Ja, Hammer, Alter. Ja, das Video, was ich schon gesehen habe, da geht's los, dass er seinen Kollegen anquatscht, so, hey, hast du Lust mit mir zu boxen? Und dann zieht er sich einen Ofenhandschuh an mit einer eingebauten Schusswaffe
Und der Kollege, keine Ahnung, Mann, der hat dann auch irgendwie Handschuhe, so Gartenhandschuhe mit einer doppelten Leuchtkanone oder sowas und einer Panzerfaust mit Tape an diesen Küchenhandschuhen halt befestigt. Letztendlich testen die dann ihre Waffenhandschuhe da an Schaufensterpuppen. Also, Schlomo sagt es schon, ne? Harmloser Waffen-Content. Gut, also was kann man jetzt festhalten? Thomas Matthew Crooks war vermutlich interessiert an Waffen. Immerhin konnte er auch mit einer schießen. Und jetzt halte ich fest, Schlomo, er war für die Republikaner als Wähler registriert. Oh, Game Over. Registriert hat er sich im September 2021, hat er dazu auch ein Bild geschickt. Und ein gutes halbes Jahr zuvor hat er $15 an ActBlue gespendet. Ich zitiere mal Wikipedia bezüglich ActBlue. ActBlue Charities Inc. ist ein amerikanisches politisches Aktionskomitee und eine Fundraising-Plattform, die gegründet wurde, um linksgerichtete und demokratische, gemeinnützige Organisationen und Politiker zu unterstützen. Was macht er jetzt daraus? Keine Ahnung. Beides schon 2 Jahre her. Kann alles und gar nichts bedeuten. Ein Motiv ist bisher nicht bekannt. Also kein Abschiedsbrief, kein Manifest, kein zuvor hochgeladenes Video. Es gibt einfach gar nichts. Und das letzte bisschen, was wir noch an Informationen haben, ist, dass der Vater sich geäußert hat. Der Informationsgehalt ist allerdings sehr gering. Er teilte CNN lediglich mit, dass er selber versucht herauszufinden, was zum Teufel da los ist und dass er erst mal mit den Behörden sprechen will, bevor er sich öffentlich äußert. Und das sind alle Informationen, die wir zu Herrn Crooks haben, mit Stand 17:39. Da war einfach überhaupt nichts zu holen. Was ich alleine schon, also jetzt hier nicht ein auf Verschwörungstheorie. Ja, vielleicht war das ein einsamer Alleingänger, der keine Freunde hatte. Aber das ist schon wirklich merkwürdig, oder? Ja. Also ich denke, dass du zu quasi jedem 20-Jährigen, Verzeihung, in Deutschland wirst du irgendwas finden. Und wenn es die Klassenkameraden sind, die du interviewst. Ja, aber sie finden irgendwie gar nichts. Warten wir mal ab. Und wenn man das macht, würde man denken, dass man ein Manifest hinterlässt oder irgendwas, ein kleines Video, ja, oder so. Ja, ja. Also selbst wenn er geisteskrank war, selbst, also egal was der Grund dafür war, irgendwas. Wer geht denn so aus dem Leben, ohne irgendeine Botschaft zu hinterlassen? Ja? Ich meine, hier, ehrlich gesagt, finde ich, dass Verschwörungstheorien angemessener sind als in den meisten Situationen, weil die Grundausgangssituation halt schon vollkommen absurd ist. Ne? Dass das überhaupt passieren kann, ist halt vollkommen absurd. Und ja, insofern will ich mal in den Raum stellen, es wäre möglich, dass das einfach nur irgendeine arme Sau ist, die sie am Ende dann halt präsentiert haben als denjenigen, der es gemacht hat. Eine Frage möchte ich noch werfen. Ist der dahin und ist dann auf gut Glück diese Leiter, also ich habe davon leider kein Bild, aber an der Gebäudeseite gibt es halt eine Leiter, die jeder Idiot benutzen kann. Ist der da auf gut Glück hin mit seinem Ballermann und einfach mal hochgeklettert? Ja, oder also, hat er das irgendwie professionell, das klingt für mich riskant, ausgekundschaftet vorher? Hat er irgendwie, ja, du die kannst Sicherheitslücke nicht wissen, wo stationieren die welche Leute? Das kann, ja gut, okay, eine Viertelstunde vorher oder sowas, klar. Das wäre möglich. Ja, oder keine Ahnung, vielleicht hat er interne aus den Sicherheitsbehörden oder so. Das ist dann schon lucky, ne? Also einfach nur ein Typ. Ich meine, in dem Fall hätte er sich wahrscheinlich selber gedacht, okay, das wird eh nichts, ne? Ich marschiere da auf das Dach und werde abgeknallt nach einer Sekunde oder so. Oder die lassen mich gar nicht erst aufs Dach. Also, wenn ich das vorhätte, würde ich mir denken, du wirst wahrscheinlich nicht mal in die Nähe von dem Gebäude kommen, auf das du rauf willst. Ja. Und ja, dann klappt es einfach. Ja, Live-Chat merkt gerade an, dass es noch ein Video von dem Attentäter in einem Auto geben soll. Nein, das ist ein Fake. Ihr habt den Namen leider vergessen. Das ist ein Typ, der hat irgendeine Social Media präsent. Ich weiß, du meinst den mit den langen blonden Haaren. Nein, das ist nicht er. Also das ist tatsächlich, was ich euch hier gerade erzählt habe, ist alles, was wir wissen. Es gab auch noch einen anderen Namen, der im Äther herumschwirrte. Yerrick, glaube ich. Und der kam raus, nachdem der Name Crooks rauskam. Da hieß es dann auf Twitter zum Beispiel, dass man da den Falschen präsentiert hätte. In Wirklichkeit hieße der, Yerrick, ich habe den Vornamen vergessen. Aber das ist nicht Stand der Information derzeit. Nach derzeitigem Informationsstand ist das genau der Typ, Herr Crooks, den ihr da links gerade seht. Und der Typ im Auto ist nicht er. Das ist ein YouTuber, der ähnlich wie, weiß ich nicht, Sam Hyde, wie ist denn das? Der Gründungsmythos von Sam Hyde, dem Attentäter, hat er damals das erste, ich nenne es mal Meme, selbst erschaffen. Da gab es so einen Amoklauf und dann kursiert im Internet ein Bild von Sam Hyde. Ja, wir haben hier ein Bild vom Attentäter, irgendein Newsmedium hat das dann aufgegriffen. Ich glaube, das waren seine Fans, die das gemacht haben. Die haben diese News-Leute halt gefüttert mit Bildern von ihm. Ich meine, da gibt es ja auch schöne Bilder, die passen halt auch diesen Nachrichtenleuten super, weil er halt weiß ist, weil er halt, ja, so ziemlich ins Feindbild passt, äußerlich von dem Dude-Bro, dem Jim-Bro, ne?
der republikanisch auch drauf sein wird und so weiter. Und ja, deswegen wurden einfach nur Journalisten gefüttert mit diesen Bildern, um unter Beweis zu stellen, wie schnell die draufspringen auf sowas. Und das hat so gut funktioniert, dass das bis heute passiert. Ich habe gesehen, auch so ein Typ auf Twitter, der hat ein Bild hochgeladen von einem ukrainischen Pass. Weißt du darüber irgendwas? In der Tat, das könnte ich gewesen sein. Ja, das war noch das Meme, das ich recycelt habe von damals, dem Anschlag in Russland. Da war er dann ein Ukrainer geworden. Ja, Sam Hyde, sehr beliebt auf jeden Fall. Gut, dann noch eine letzte Sache zu Trump. Ich habe es schon angekündigt und dem glimpflichen Ausgang. Spiel mal bitte das letzte Video leise, hörbar, einfach in Dauerschleife ab. Okay. Das ist ganz Take a look what happened. Ja. Auf Twitter geht nämlich die Annahme steil, dass Trump nur deshalb nicht ernsthaft verletzt wurde, weil er im genau richtigen Moment seinen Kopf gedreht hat. Hört man die Schüsse? Ja, ne? Die Zuschauer hören das? Ich kann es ein bisschen lauter machen. Ja, ein kleines bisschen vielleicht, ne? Ihr hört dann hoffentlich, ne, dass der Schuss und die Kopfbewegung, das passt schon sehr gut zusammen. Ne? Ob das jetzt allerdings die entscheidende Sache war, die dafür gesorgt hat, dass die Kugel nicht tödlich war, ich weiß nicht. Ne? Ich wollte es hier der Vollständigkeit halber aber erwähnt haben. Natürlich, als Geschichte ist das natürlich geil. Ne? Ja, und generell, keine Ahnung, wenn ein bisschen ein anderes Lüftchen weht oder so, ne, dann wäre er auch tot. Also 1000 Faktoren haben ihm da in die Karten gespielt und am Ende hat ihm das vielleicht die Wahl gewonnen. Ne? Er hat jetzt auf jeden Fall bessere Karten als vorher. Gerade weil die quasi mit Sicherheit. Gerade auch bei den Amerikanern. Ich glaube, in Deutschland wäre das eine andere Nummer. Da wäre es gut, aber nicht so ein Gamechanger. Aber die Amerikaner sind halt so ein episch Hollywood-mäßig denkendes Volk. Die werden da richtig drauf abfahren. Ne? Ja. Also, was er auf jeden Fall geschafft hat, ist, seine Leute zu aktivieren wie sonst was. Leute, die noch nicht auf dem Trump-Train waren diesmal, sind es jetzt. Und zwar definitiv. Das hat alle in irgendeiner Weise emotional erfasst. Ja. Ja, so wie auch einige Leute aus dem Mainstream, und mit denen habe ich mich ein wenig auseinandergesetzt. Hofreiter war in der Welt zu Gast und hat dort ein Interview gegeben, was ich relativ interessant fand, denn er hat den Hauptverursacher für das Grundproblem, das geführt hat zu dem Mordanschlag auf Trump, in Trump gefunden, in den Republikanern und ihrer Polarisierung. Die Republikaner und insbesondere Trump, auch wenn er das Opfer jetzt dieses Attentats war, einer der Hauptverursacher für diese extreme Polarisierung. Also wenn man sich irgendwas wünschen könnte aus diesem Schrecklichen, dass die Republikaner und Trump und insgesamt die Gesellschaft in den USA erkennt, dass sie mit dieser Polarisierung so nicht weitermachen kann, weil es am Ende zu immer mehr Gewalt führt. Das wäre sogar unter aller Sau, wenn es in der Tendenz stimmen würde, dass die Republikaner mehr auf die Kacke hauen. Aber das ist absoluter Unsinn. Ich meine, Trump zeichnet sich aus, dass er für einen Konservativen noch einigermaßen Eier hat. Ne? Dass er noch einigermaßen auch mal auf den Tisch haut und das ist ja sogar etwas weniger geworden. Also diesmal ist er relativ handsam. Auf jeden Fall in der Debatte war er sehr, sehr ruhig. Und extrem. Er war freundlicher als Biden, der ihn einen Sucker and Loser genannt hat. Weißt du noch, wie die Republikaner damals einen realistisch aussehenden Kopf von Obama enthauptet in die Kamera gehalten haben? Ach so, nein. Ja gut, mit Obamas Haaren wäre das zu schwer. Da hast du nichts zum Packen an dem Kopf. Aber stell dir das mal vor. Stell dir das vor, wie, keine Ahnung, Matt Walsh oder so irgendeine größere konservative Figur das bringt. In einem eiskalten, bierernsten Video mit dramatischer Musik drunter. Einfach ein 10-Sekunden-Clip, wo Matt Walsh den enthaupteten Kopf von Obama nimmt und langsam in die Kamera hält. Ne? Das hat Kathy Griffin gemacht. Das ist eine Mainstream-Comedian-Schauspielertante und wurde dafür gefeiert in den Medien und auf jeden Fall verteidigt, durch die Bank verteidigt. Sowas ist undenkbar von der anderen Seite. Es ist halt einfach eine Lüge. Selbst wäre es nicht, also nach eurer Logik, wärt ihr daran schuld, wenn man euch umbringen würde? Ne? Das ist im Grunde genommen der Punkt, den ihr gerade macht. Müsste man euch die Verantwortung dafür zuschachern und könnte nachher sagen, ja, ich hoffe, dass sie daraus lernen. Ich hoffe, dass Özdemir daraus lernt, dass er fast erschossen worden wäre. Ne? Absolut absurd. Tja, er hat dann noch etwas rausgehauen und zwar das Folgende. Deshalb, ich glaube, absolut die Sicherheit gibt es nichts. Deswegen ist es so wichtig, dass man auf seine Worte achtet. Oh, denn Hass und Hetze führen am Ende zu gewalttätigen Aktionen, nämlich Worte gehen den Taten in der Regel voraus.
Auch hier, scharfe Schüsse auf Özdemir. Özdemir wird am Kopf getroffen und danach reden wir davon, dass er mal mehr auf seine Worte achten sollte. Ne? Denn Hass und Hetze, wie sie aus seinem Mund kommt, ist halt der Nährboden für Gewalt, in dem Fall Gewalt gegen ihn. Also was die sich rausnehmen. Ich glaube auch, damit überreizen sie es eigentlich. Also ich glaube, ein Hofreiter ist so sehr in einer Bubble drin von Leuten, die Trump dermaßen abgöttisch hassen, dass das für ihn noch moderat ist und er denkt, ja, jetzt bringe ich hier einen Punkt, der wird bei der Allgemeinheit verfangen. Aber also das ist zu viel, nachdem jemand einen Schuss, nicht in den Kopf, aber einen Streifschuss am Kopf kassiert hat, dem noch die Verantwortung direkt dafür in die Schuhe zu schieben. Ohne jeden Zweifel, 5-6 Zentimeter weiter rechts und das Ding wäre im Schädel gelandet. Also ich denke einer, ne? Ich weiß, das Ohr ist direkt am Schädel dran. Höchstens zwei. Ja, ich weiß, ist das natürlich? Leute, die überleben Kopfschüsse. Ja, aber aus dem Gewehr. Also die Kopfschüsse, ja, die Leute überleben, ja, sind in der Regel in die Schläfe mit einer Pistole. Hast du schon mal gesehen, in irgendeinem Gore-Video, irgendwie ISIS oder so, wie das aussieht, wenn jemand mit einem Gewehr einen Schuss bekommt? Ich meine zum Beispiel Kennedy, wäre ein gutes Beispiel. Ne? Du meinst die Austrittswunde. Genau, genau. Ja, ja. Also da ist Schluss aus Nikolaus. Ne? Das überlebst du nicht. Wenn du wirklich eine Gewehrkugel frisst, bist du tot. Genau, El Hotzo ist ein 28 Jahre alter Mann, also genau in meinem Alter, der beruflich Moderator für den RBB ist und auch mal Gags geschrieben hat für Böhmermann, also für das ZDF gearbeitet hat. Ich dachte, das macht er immer noch. Also die haben sich jetzt distanziert. Die haben gesagt, es gibt momentan keine Zusammenarbeit mit dem. Aha. Auf eine Anfrage von der Bild. Tja, und der aussieht wie so eine Mischung aus einem dicken Kind und einer 40-jährigen Kampflesbe. Und der hat interessante Sachen hierzu gesagt. Und zwar erst einmal einen kleinen Witz. Also zu dem ersten Ding könnte man noch sagen, ja, das ist halt Schockhumor oder irgendwas. Denn immerhin gibt es so eine Art Pointe. Den letzten Bus verpasst und Donald Trump haben oder schütteln sich gegenseitig die Hand. Und zwar beim Thema leider knapp verpasst. Also leider wurde Donald Trump nicht getroffen von dieser Kugel. Und danach, 15 Minuten später, hat er einfach nur geschrieben, weil das offenbar noch nicht eindeutig genug war. Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Was nicht mal mehr irgendwie ein Witz ist oder so, ne? Nicht mal irgendeine Art von normaler Tweet, humorvoller Note oder so drin. Einfach nur straight up, ja, er hätte sterben sollen. Ich will, dass meine politischen Gegner alle getötet werden. Hast du Kubicki auf dem Schirm? Ich weiß, dass er dazu gesagt hat, dass das juristische Konsequenzen haben wird. Genau, also nimmt er zumindest an, ne? Weil das ist Verherrlichung von Straftaten. Ja, das ist wiederum ehrlich. Ist strafbar. Ich zweifle auch erheblich dran, aber eigentlich müsste er zumindest seinen scheiß Twitter kontrollieren. Also, ich glaube, das könnte sogar tatsächlich zu viel sein. Ich wollte gerade sagen, seien wir ehrlich, wenn ich über Walter Lübcke das raushaue, dann komme ich in den Bau, dann komme ich in den Knast. Tja, er hat nachher auch keinen Rückzieher gemacht, sondern hat gesagt, absolut niemand zwingt einen, Mitleid mit einem Faschisten zu haben. Man kann es ohne die geringste Konsequenz einfach lassen. Mitleid finde ich hier ein komisches Stichwort. Ich meine, Trump hat wahrscheinlich gerade die Wahl gewonnen. Ne? Ich meine, das war sehr riskant. Er wäre fast gestorben. Und wenn man es sich aussuchen hätte können, dann hätte er wahrscheinlich nicht sich, obwohl wer weiß, Trump ist ein verrückter Hund. Aber er hat wahrscheinlich da gerade die Wahl gewonnen. Insofern auf dein Mitleid kommt es gerade nicht an. Es geht eher darum, also wenn jemand Mitleid jetzt vonnöten hätte, dann wärt das ihr. Denn ihr habt gerade, ja, im Grunde genommen den nächsten Präsidenten gesehen. Tja, wenn man Sad They Missed auf X/Twitter eingibt, dann findet man wahrscheinlich 10 oder sogar hunderttausende Regenbogenextremisten, die ähnlich eingestellt sind wie El Hotzo. Also das Ganze ist nicht gerade ein Einzelfall. Auch die Wissenschaft hat sich zu Wort gemeldet. Hier redet eine Dr. Karen Pinder mit einer ERA Monty. Also wahrscheinlich arbeiten die irgendwie zusammen. Letztere hat 5 Booster-Spritzen im Profil und eine Maske im Gesicht. Die sagen sich da gegenseitig, verdammt, so knapp, schade. Ich wünschte, die Person hätte besser zielen können. Und dann, welch ein glorreicher Tag es gewesen wäre, wenn er ihn getroffen hätte. Tja, genug Ami-Kram. Hast du mitbekommen von Maxi Reimers, einem SPD-Mann, einem Typen aus einem, ja, Kreisvorstand der SPD? Ja, hab von bei Apollo einen Artikel angezeigt bekommen. Er hat das Ganze verglichen mit dem Attentat von Stauffenberg auf Hitler. Er hat geschrieben, Stauffenbergs Attentatversuch wird jedes Jahr gefeiert, von Bürgerlichen und Liberalen besonders. Fand ich auch immer gut so. Führende Faschisten bekämpfen und im Zweifel wegsprengen war bisher irgendwie mehr gesellschaftlicher Konsens. Ja, ich will hierzu kurz festhalten, das ist natürlich so radikalisiert, wie es nur geht. Also er will im Endeffekt einfach alle seine politischen Gegner, wenn sie irgendeine Art von Relevanz gewinnen, töten. Aber das ist die logische Folge aus ihrer Rhetorik. Muss doch mal reinziehen, in welcher Welt diese Leute leben, dass sie denken, dass das Overton-Fenster das hergibt.
Und da musst du dir auch, also denkst du, dieser Typ, wenn er rumhängt mit anderen SPD-Leuten, wahrscheinlich nicht nur kleineren als ihm, sondern auch größeren SPD-Leuten als ihm, denkst du, die sagen dann, oh Maxi, jetzt ist aber gut hier, also das wollen wir nicht hören, oder die sind empört darüber, oder denkst du eher, die machen mit bei einem Glas Wein, wenn die sich sicher sein können, dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt? Ich denke eher, die macht mit. Ich denke auch, Anne Faeser würde mitmachen bei solchen Späßchen. Tja, der Punkt, den ich gerade machen wollte, ist, der Stauffenberg-Vergleich ist vielsagend, weil das auf den Punkt bringt, warum diese Leute so ticken und dass eigentlich ein Maxi Reimers noch zu den Konsistenteren gehört in seinem öffentlichen Auftreten. Denn ja, das folgt daraus, das folgt aus dem Nazi-Frame, der 24-7 vom gesamten Mainstream und dem gesamten Medienkonglomerat auf uns losgelassen wird. Ne? Klar, also wenn du wirklich glaubst, das sind Faschisten, die wollen Millionen Leute deportieren oder umbringen oder irgendwas, dann ist das doch logisch. Ja klar, dann sollte man uns bringen. Klar. Aiblali-Fans, was ich hier so betone, weil er während Corona mal einen Haufen anonyme Internetkommentare verwendet hat, um Maßnahmengegner zu diskreditieren, haben ihm unter einem Post etwa geschrieben, Götter, wir wären ihn fast losgeworden. Sonja M. Lauterbach, ich weiß nicht, ob die verwandt ist mit unserem guten Gesundheitsminister Lauterbach, sie ist auf jeden Fall eine Neurologin und Unternehmensberaterin, eine interessante Kombi, hat Zweifel daran, wie das Ganze abgelaufen ist. Sie schreibt, warum wissen schon wieder so viele, was genau passiert ist? In die Luft schießen lassen, sich ganz fest am Ohr kratzen und fallen lassen, würde dieselben Bilder erzeugen. Ja, ich meine, das ist auch eine Theorie, die muss man mal sauber durchdenken. Ja? Wie wäre es damit zu warten, bis Untersuchungsergebnisse vorliegen? Diese Leute, das ist auch das Ding der Wissenschaft, ne? Das Gruselige auch an der großen Wissenschaftsreligion. Was die wollen, ist, dass die Leute, der normale Mensch, sich selbst bei offensichtlichen Sachen, also du kannst ein Video davon haben, es kann vor deinen Augen im echten Leben passieren, sich nicht mehr auf ihre eigenen Sinnesorgane verlassen und auf ihren eigenen gesunden Menschenverstand verlassen, sondern für alles im Zweifelsfall einen Experten befragen. Wenn der Experte sagt, der Himmel ist rot, dann ist der Himmel rot. Dann ist der Himmel nicht blau. Ne? Also warten wir auf die Untersuchungsergebnisse, warten wir, was die Wissenschaft sagt, und dann wissen wir, ob auf Trump geschossen wurde. Liberty Hannes, ein Fan von Grundrechten, Gras- und E-Motorrädern, laut seinem Twitter-Profil, hat geschrieben, Trump hat dieses Attentat ganz offensichtlich in Auftrag gegeben. Ein junger Republikaner aus einer weißen Kleinstadt sollte aus 100 Meter Entfernung knapp an ihm vorbeischießen. Und der Fotograf für das ikonische Bild stand auch schon bereit. False Flag. Oh, okay, alles klar. Dann erzähle ich es jetzt doch. Also ich habe mich mit Evan Vucci kurz beschäftigt, bin sehr Twitter-Profil durchgegangen und der hat männliche Hobbys, der guckt viel MMA und kommentiert das auch und guckt viel NFL und kommentiert das auch. Ansonsten ist der Typ mit einem sichtbaren linken Einschlag versehen. Ja, also wenn man mal das Twitter-Profil durchgeht, wie gesagt, das habe ich ja in der Videobeschreibung verlinkt, ne, dann handelt es sich dabei um jemanden, der zu 99% ein Demokratenwähler ist. Das wäre auch mal eine Frage. Also, aber der war auch involviert. Das Ding ist, normalerweise hat ein Sniper ja auch noch einen Spotter. Ne? Also jemanden, der guckt, wie der Wind ist und so. Ich habe mir sagen lassen, auf Twitter war auf jeden Fall die Rede davon, von irgendwelchen Militärleuten, dass diese Flagge hinter Trump, ich zeige mal kurz das Foto, ganz gut wäre für einen Sniper, der weiß, was er macht, weil die einem halt zeigt, wie der Wind weht. Also mit all diesen Variablen drin und das Zielfernrohr muss genau eingestellt sein und so weiter und so fort. Ist es dann noch möglich, so einfach ein Ohr zu treffen? Also ginge das? Ein Ohr von einem Menschen, der da eine Rede hält und sich auch bewegt? Jetzt gezielt oder was? Genau. Nee, geht natürlich nicht. Also, weil du kannst ja immer um Zentimeter oder zwei oder drei daneben liegen. Sicher, sicher. Ja? Und dann also ich glaube nicht. Ähnliche Zweifel hegt auch Zaki Kazawi. Der schreibt hierzu, ist das dein Ernst? Alles Show, ein Sniper würde nie sein Ziel verschießen. Ein Sniper, okay, alles klar. Forbes hatte auch eine interessante Meinung hierzu. Forbes hat in den Raum gestellt, dass Trump jetzt noch mehr schwarze Stimmen abholen wird. Sie titeln Will Surviving Gunfire be Donald Trump's next appeal to black voters? Unironisch, ne? Ja. Von einem Diversitätsexperten von denen. Tja, damit können sie sich identifizieren. Destiny ist sowas wie der original linke Debate-Bro, der immer alle herausgefordert hat und dann quasi, ja, so Schauprozesse abgehalten hat, beweis mir, dass du kein Nazi bist und die Leute halt niedergeschrien hat, der immer mal wieder so ein bisschen Erwin-mäßige Zyklen von geisteskrank zu wieder ganz vernünftig zu wieder vollkommen geisteskrank durchlebt hat. Außerdem ist unser alter Freund und ja, ein Quell diverser unserer Memes, der gute Sally is Gay, ein großer Fan von ihm, ein so großer Fan, dass er momentan seinen Twitch-Kanal nach ihm benannt hat. Benstini nennt er ihn, also ich glaube, Ben ist sein Name und das ist dann halt angelehnt an Destiny.
Tja, der hatte eine sehr klare Meinung zu diesem Vorfall und es ist vollkommen krank. Er hat geschrieben, a person in a crowd cheering for and supporting a traitor to this country caught astray. I'm so sad, please. Also der sagt, es war gut, dass der Typ erschossen wurde, der einfach nur im Publikum war. Weil er im Publikum von Trump war. Und ich glaube, er ist jetzt, also in der momentanen Staffel, Ukraine radikalisiert. So interpretiere ich auf jeden Fall dieses Traitor. Außerdem hat er noch geschrieben, alles, was ich sehe, ist ein Trump-Wähler weniger in Pennsylvania, also einem wichtigen Swing State. Und wenn wir heute etwas gelernt haben, dann, wie wichtig mein Mantra ist, eine Waffe zu haben, hilft nicht, wenn man damit nicht übt. Er hat noch diverse andere, also es war wirklich ein ganzer Schwall von Tweets in diesem Tenor. Er hat sich auf den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg berufen und hat gesagt, das war auch kein friedlicher Protest und deswegen war das hier gut. Er hat irgendeinem, der ihn da kritisiert hat, gesagt, immerhin bist du unter zu fett, um an dir vorbeizuschießen. Und ja, wo wir gerade bei Sally waren, wie gesagt, ein großer Destiny-Fan. Sally hatte ja mal einen Podcast namens, ich glaube, die Balkanbande hieß das, zusammen mit einem Kurden linksextremer Geschmacksrichtung namens Dave, der sich damals noch Links die Mitte genannt hat. Und dieser Dave hat auch was Interessantes auf Twitter gepostet dazu. Und zwar, ey, was ist los mit den Leuten? Trump soll verrecken. Heute besser als morgen. Faschisten wünscht man keine gute Besserung. Ja, das sind die guteren Menschen. Ne? Tja. Aber wir haben uns radikalisiert, Schlummer. Ja, die wollen buchstäblich ihre politischen Gegner einfach fucking umbringen. Ne? Und, also, ja. Der Witz ist halt der, Schlummer, nicht mal betrunken mit dir alleine hinter vorgehaltener Hand würde ich dir sagen, ich fände es schön, wenn Biden erschossen würde. Ja, pusht nicht Erwin immer gern, also ich habe mir vor einer Weile noch mal so ein Video angeguckt, wo ich zur Sprache kam, er pusht doch dann in letzter Zeit immer gern, dass ich mal gesagt habe, als irgendwelche Chatverläufe von AfD-Politikern geleakt wurden zum 1000. Mal, wenn meine ganzen Chats mit dir, Kasper, geleakt würden, dann würde das auch nicht so toll aussehen. Also ich kann euch versichern, da ist nichts von dieser Geschmacksrichtung drin, liebe Freunde. Nein, ich meine dann lieber, kann ich euch ebenfalls versichern. Ich meine dann eher, keine Ahnung, der und der ist ein dummes oder irgendwas, was, sagen wir mal, unter der Gürtellinie wäre. Aber so wie ihr öffentlich schreibt. In einem privaten Chat ist das erlaubt, ne? Ja, klar. Jeder schreibt Privatsachen, die er öffentlich nicht schreiben würde. Ne? Also wenn das irgendwie heißt, dass du die ominösesten, keine Ahnung, Gewaltfantasien da machst oder so. Und diese Dinge posten Leute der Gegenseite buchstäblich öffentlich, können sich nicht mal zusammenreißen damit, das Ganze auf Twitter zu veröffentlichen. Tja, unglaubliche Sache. Scheint so, als wenn die Wahl durch wäre. Ich würde fast auch an Trump appellieren, ich meine, das würde er eh nicht sehen, aber wenn ich irgendwie einen Zugang zu ihm hätte, dass er es jetzt mal Piano angehen sollte mit weiteren Wahlkampfauftritten. Also ich denke, ich würde das interpretieren, ne? Als es ist gut möglich, dass der Deep State beschlossen hat, ihn umzubringen und dass das Ganze eingefädelt war, slash zugelassen wurde. Und insofern, ja, keine Ahnung, wenn du irgendwas nicht selber abriegeln kannst mit irgendeiner Privatarmee, würde ich nicht mehr auf irgendeine Bühne gehen. Ich würde beiden noch ein drittes noch verpassen in der Debatte dann im November. Das wäre schon, also stell dir mal vor, er wird bei der Debatte erschossen, das glaube ich nicht. Und ansonsten halt ganz, im Bunker. Ganz unauffällig, ja. Der nächste Bekloppte, der einfach so da war. Ja, dieser, keine Ahnung, kauzige Fox News-Typ, der immer die Debatten interviewt hat, der holt einfach eine Knarre raus und schießt auf Trump. Ja. Ja. Ja, ansonsten halt einfach da, keine Ahnung, mich in den Bunker zurückziehen und die Fremdenlegion beauftragen, das Ding zu bewachen oder so. Also ich würde mich auch danach nicht mehr sicher fühlen als Trump. Denn nachdem das jetzt schon einmal passiert ist, viel zu verlieren haben wir jetzt nicht mehr. Also wir haben jetzt schon gesehen, wo der Wind herweht. Die Leute, die denken, haben auch ihre Schlüsse daraus gezogen. Insofern, meinst du, das passiert nochmal? Meinst du, sie probieren es nochmal? Stumm, ich hab keine scheiß Ahnung. Und ich will auch noch festhalten, eigentlich ist das eine sehr gute Neuigkeit für uns, in dem Sinne, dass Trump einiges an Kredibilität auch für uns gewonnen haben sollte und damit es wahrscheinlicher ist, dass er wirklich irgendeine Art von Veränderung bringen wird in unserem Sinne. Es war ja immer so ein bisschen auf der Kippe, wird er wieder, keine Ahnung, diese halbgaren Dinger machen, wenig in den sozialen Medien etwa meddeln, die wirklich wichtigen Probleme für uns nicht angehen, wahrscheinlich dann sogar bei der Ukraine kacken und bei der Migration kacken, okay, machen wir alles doch nicht. Es scheint so, als wenn der Deep State, jetzt mal gesetzt den Fall, dass der Deep State ihn tatsächlich umbringen oder umbringen lassen wollte in dieser Sache, dann scheint es so, als wenn der Deep State es so sieht, dass Trump tatsächlich meddeln will. Ne? Dass Trump tatsächlich vorhat, grundlegend Dinge zu verändern. Und das ist für uns eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht. Und ich denke, auch das wird,
ich weiß nicht, ob die signifikant sind, aber Teile der Wähler, die schon desillusioniert waren, mit Demokratie an sich eigentlich, ne, die das Ganze für ein Schauspiel halten, nochmal motivieren zu wählen. Also ich denke, es war in allerlei Hinsicht am Ende ein sehr, sehr gutes Ereignis für unsere Seite. Ich glaube übrigens, das bleibt dabei, selbst wenn jetzt ein Manifest auftauchen sollte, in dem der Täter beschreibt, dass er dort einen Bürgerkrieg heraufbeschwören wollte oder so. Und zwar im Sinne der Republikaner oder so. Ich glaube, das Ding hat jetzt so tief gesessen und so krasse Bilder produziert, dass die da nicht mehr rauskommen, egal, was jetzt am Ende zutage gefördert wird. Ja, und ich denke, wenn es kommt, dann würde es ja schnell kommen. Weil in diesem Fall, wenn es irgendwas Entlastendes gibt für den politisch-medialen Komplex wie so ein Manifest, dann hätten sie ja Interesse daran, das sofort auf den Tisch zu legen. Insofern momentan wird mit Hochdruck nach so etwas gesucht werden. Gesetzt den Fall, dass der Typ wirklich der Typ ist, dass wir nicht nur, keine Ahnung, belogen werden von Anfang bis Ende und ja, alles halbwegs so ist, wie es uns präsentiert wird. Und was du gerade gesagt hast, finde ich auch interessant, weil das eigentlich genau die Strategie war, die Brandon Tarrant verfolgt hat, ne, der Christchurch-Typ. Er hat geschrieben, unter Akzelerationismus, das war ein Teilabschnitt von seinem Manifest, dass man zu Moderate, und damit meint er eigentlich Leute, die generell den Leuten noch irgendeine Art von Glauben an eine demokratische Lösung geben, an eine friedliche Lösung geben, Anführer der rechten Seite, insbesondere explizit auch der rechten Seite, erschossen werden sollten, getötet werden sollten. So interpretiere ich auch seine Erwähnung von Martin Sellner und sein Benennen, seine Spende an Martin Sellner und seine Nennung des Manifests Der große Austausch. Ich denke, das war der Versuch, eine zu moderate Führungsperson und die EB, eine zu moderate Bewegung, zu eliminieren. Und ja, in diese Richtung könnte es gehen. Also wenn es wirklich ein Rechter war, dann wäre das das Einzige, was Sinn machen würde. Ne? Einfach die Leute zum Ausrasten bringen, weil man der Meinung ist, so wie Tarrant, dass es sowieso nicht mehr demokratisch zu einem guten Ergebnis kommt. Ja, damit sind wir thematisch für diesmal durch. Ich habe aber noch ein schönes Meme. Das hier ist frisch von der Krautzone auf Twitter gepostet worden. Für die Leute, die gerade den Audio-Podcast hören, wir sehen die Tagesschau und die Ermordung von Kennedy im Hintergrund. JFK, Zwischenfall und lauter Knall. Reimt sich sogar. Ja, und beschreibt akkurat, was damals geschehen ist, ne? In der Tat. Du hast mir auch noch ein schönes Meme hier geschickt. Ich blend's an. Ja. fand ich saugeiler da. Ja, oben sehen wir Trump. Wird angeschossen. Wird vom Secret Service zu Boden gebracht, will aufstehen und der Secret Service sagt, get down, Mr. President. Und dann sehen wir Biden, der läuft einfach nur, fällt hin und der Secret Service sagt, get up, Mr. President. Das fasst perfekt zusammen, was da aktuell in den USA abgeht. Ja, der Osterhase müsste noch drauf bei Biden. Ja. Ich find's auch lustig zu sehen, dass die tatsächlich so aussehen wie in den Filmen, ne? Halt so Anzug, Leute mit Sonnenbrillen. Ja, auch Sonnenbrille. Uh-huh. Ja, ich glaube, in Deutschland würden die nicht so aussehen. Die würden einfach aussehen wie irgendwie auf der Straße. Ja. Alles klar. Ja, damit sind wir thematisch durch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das auswirken wird auf den Wahlkampf oder ob es überhaupt noch einen großartigen Wahlkampf geben wird. Danach, ich meine, es ist gerade dermaßen am Eskalieren in den USA. Also die Frage ist, ob Biden überhaupt bleibt. Ne? Dann ist die Frage, ob wer auch immer dann aufgestellt wird, wahrscheinlich Kamala Harris, die auch sehr unbeliebt ist, irgendeine Chance hat gegen Trump, vor allem nach der Geschichte. Ich finde es eine richtig geile Show gerade. Also für mich ist es emotional. Oh ja. Das macht richtig Bock. Ja, genau. Es macht richtig Bock. Ist eine Art emotionale Entschädigung für die ganzen Dämpfer, die man inländisch und in Europa bekommen hat die letzten Monate. Ja. Das war's auch schon, Schlummo. Wir sind durch. Dann hören wir uns hier spätestens nächste Woche wieder, Freunde. Ja, alles klar. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Sehr interessantes Thema heute. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche Sonntag, wie immer, live hier um 18 Uhr. Bis dann